Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute zeige ich euch mal eine klassische ungarische Beilage. Basierend auf Kartoffel, und zwar wird es sein Strapatschka. Strapatschka kommt ursprünglich aus dem Slowakischen und ist im Prinzip eine Kartoffelteigware, nennen wir es mal so, annähernd an die ungarischen Galuschka oder Nockern. Gut ihr Lieben, also schaut zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid, und das ist eine sensationelle Beilage zu einem original klassischen Pörkölt. Also bleibt dran. Okay. Strapatschka. Und zwar brauchen wir dazu als erstes geschälte Kartoffeln. Ja? Das heißt, Kartoffeln flugs mal hier durchschälen. Ich habe hier eine vorwiegend festkochende Kartoffel gewählt. So, und die legt er dann schön in kaltes Wasser, damit sie sich im Prinzip nicht verfärbt. So, was braucht er für Ingredienzien zu unserem Strapatschka? Im Endeffekt hier, die Basis ist die Kartoffel. Ihr braucht Ei, ihr braucht Mehl, ihr braucht im Endeffekt ein bisschen Salz für den Teig und saure Sahne. Und dann als Topping für unsere Strapatschka, so isst man das gern am Strand und so als kleine Mahlzeit zwischendurch, die Strapatschka mit ein bisschen Juturo. Das ist im Prinzip ein Schafsquark, den es natürlich hier bei uns in der deutschen Region mehr oder weniger nicht gibt. Da könnt ihr ruhig und gerne auf einen körnigen Frischkäse zurückgreifen, so wie ich auch. Und dann ein bisschen ausgelassener Speck oben drüber als so kleine Krusteln. Ich sage euch einen Traum. Und das machen wir jetzt. Und jetzt nehmt ihr euch noch eine Schüssel daher und reibt die Kartoffeln hier auf einer feinen Reibe. Auf einer feinen Reibe. Komplett runter, ja? So, okay, ich habe zwischendurch, das heißt zwischendurch, vorher hier schon mal ein schönes Mangalitzer Pürkelt angesetzt. Und das Mangalitzer Pürkelt passt ideal zu der Strapatschka. Und das seht ihr natürlich in einem anderen meiner Videos. Dann schaut euch gerne mal durch. Hier ist es natürlich essentiell, dass wir ab und zu mal auch umrühren. Deckel drauf, köcheln lassen. So, weiter geht's mit unserem Strapatschka-Teig. Und zwar mache ich hier gern noch ein Ei mit dazu. Gebe jetzt hier noch die saure Sahne mit rein. Bisschen Salz. Jetzt verrührt er die ganze Geschichte schon mal. So, und jetzt kommt hier Mehl dazu. So, dass hier eine schöne, kompakte Masse entsteht. So, da habe ich mir natürlich schon einen Topf mit Wasser aufgesetzt. Werden wir hier mal switchen. In das Wasser kommt natürlich hier auch reichlich Salz.
Jetzt werden wir natürlich hier schon mal ein bisschen testen, ob die Konsistenz hier hält oder ob wir noch was zumachen müssen. Ich bin der Meinung, hier muss noch ein bisschen Mehl dazu. Natürlich immer darauf an, wie viel Mehl die Kartoffel hier aufnimmt. Das sieht schon besser aus. Jetzt hier einfach mal eine testen. Und dann heißt es erstmal hier schön. Blech drauf. Ich hoffe, das geht jetzt auch so, wie ich mir das vorstelle hier. Mal gucken, wie es aussieht. So, dann streichst du die Masse hier schön durch das Nockernblech oder Spätzlesieb. Sehr gut. Also das Trabatsch schon mal aufkochen lassen. In der Zwischenzeit schneidet ihr euch den Speck. Schneidet ihr euch den Speck nochmal hier in kleine Würfel und lasst den in einer Pfanne hier einfach mal mit aus. Okay. So, das Trabatschka kocht schön auf hier. Traumhaft. Schön fluffig, schön leichter Biss durch die Kartoffel, die drin ist. Genauso mag ich das. Okay. Das heißt, Trabatschka können wir schon abgießen. So, dann gibt es euch hier noch ein bisschen von Mangalitzer-Fett in den Topf. Der Speck, der tut jetzt richtig schön hier vor sich hin krusteln. Das Trabatschka geht noch mal hier in das Mangalitzer Fett rein. So, dann lasst das hinten natürlich dann auch aus, also nicht mehr auf die Flamme stellen. Tatsächlich wirklich schon sofort servieren. Ne? So, der Speck ist auch kross. Das heißt, können wir hier ausmachen. Und dann heißt es, wir richten jetzt die Portions Trabatschka an.
Schön die Strapatschka da rein. Jetzt kommt hier was von unserem ausgelassenen Speck ein bisschen dazu. Nocke von Körnigen Frischkäse, also vom Jutudo in dem Sinne. Und kommt jetzt hier noch ein ordentliches Paprikapulver drüber. Na klar, ein bisschen Lego noch, Freunde. Lasst uns hier noch ein schönes Petersilienblättchen dran machen. Was ich noch drum rum. So, ihr Lieben, unser Strapatschka ist fertig. Eine optimale Beilage zu einem Pürkelt oder ganz allein, so wie ich es jetzt hier angerichtet habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es wird euch munden, es wird euch schmecken. Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierher geschaut habt. Und wenn ihr noch mehr ungarische Gerichte sehen wollt, dann schaut euch die anderen Videos an. Ne? Ihr Lieben, lasst mir ein Abo da. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Ritze kocht, meine ungarische Küche. Ich bin raus, Joet Vajot. Lasst es euch gut schmecken. Ciao.